Der Markus hier von Camp Your Life. In diesem Video geht es wieder ums Wintercamping, wie ihr unschwer erkennen könnt. Und zwar geht es um die Wohnmobile. Wir haben nämlich eine große Schwachstelle bei den Wohnmobilen, und zwar ist das das Fahrerhaus. Und was ihr dagegen machen könnt, um die Kältebrücken zu unterbrechen, das möchte ich euch in dem Video einfach mal zeigen. Wir fangen gleich mal von vorne an. Wir haben hier über unsere Windschutzscheibe und Seitenscheiben eine Schutzmatte drüber gezogen. Und diese Matte können wir auch im Sommer benutzen. Die ist dann gegen Sonneneinstrahlung, hält sie ein bisschen draußen. Und im Winter hält sie uns den Schnee und den Eis von den Scheiben und isoliert auch dazu noch ein bisschen. Dann gibt es für den Winter noch was hier unten dran zu knöpfen. Das ist eigentlich sehr genial, weil wir dann die komplette Motorhaube bis runter auf den Boden abdecken und somit uns keine Kälte ins Fahrzeug einziehen kann. Also über den Motorraum, der Motorraum ist unten offen, klar. Und da zieht oder da kriecht viel Kälte in den Innenraum rein. Und das können wir hiermit vermeiden, wenn wir hier eine Winterschürze noch anbringen. Dann gibt es noch ein paar Sachen, die ihr im Innenraum machen könnt, um einfach die Kältebrücken alle draußen zu halten. Und das zeige ich euch jetzt mal, was wir da gemacht haben. So, jetzt zeige ich euch mal, was ihr machen könnt im Innenraum. Ihr habt bei uns wird hier was reingeknöpft. Das ist jetzt einfach hier ein Stoff. Der wird an 2, 4, 6, 8 Stellen wird der fixiert mit Druckknöpfen. Bei euch kann das sein, dass das Gardinen sind oder in dem Fenster integriert, diese von Remis, diese Verdunklung, dass ihr die zumacht. Was habt ihr da für einen Vorteil? Und zwar, ihr habt ja gesehen, wir haben draußen die Außenmatte drüber gehängt und machen jetzt hier innen nochmal eine Matte. Und dann habt ihr einen Luftzwischenraum zwischen der Scheibe und der isoliert auch nochmal. Da habt ihr nicht so viel Kondensat an der Scheibe und wie gesagt eine Wärmeisolierung. Das ist mein zweiter Tipp, den ihr machen könnt. So, jetzt haben wir die Scheiben oben haben wir ganz gut isoliert. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Und zwar ist das hier unten der Fußraum. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, der Boden von unten wird unheimlich kalt und am Fußraum hier unten zieht es unheimlich kalt rein. Und was ihr da machen könnt, das zeige ich euch jetzt. Ihr habt es vielleicht schon an dem Thumbnail gesehen mit der Tasche. Und zwar ist das hier eine ganz stinknormale Picknickdecke. Die Picknickdecke, warum? Weil sie ist auf der einen Seite ist sie isoliert und das machen wir uns hier zum Vorteil. Gibt es auch sehr, sehr teure Alternativen von irgendwelchen Herstellern, die dann 150, 160 Euro kosten. Diese Decke ist deutlich günstiger. Auch die verlinke ich euch mal unten, wenn ihr da Interesse habt. Und dann zeige ich euch jetzt einfach mal, wie wir uns das immer im Fahrerhaus auslegen und haben da sehr, sehr gute Erfahrungen mitgemacht. So, wir haben jetzt die Picknickdecke ausgebreitet. 2 Minuten Arbeit. Mit 2 Mann ist es natürlich am besten, einer auf die Seite, einer auf die Seite, dann fixiert ihr die überall ein bisschen. Was wir uns jetzt hier zunutze machen, ist die eine Seite, die ist isoliert, ne? Und schützt und den Innenraum von der Kälte, die von unten her immer reinzieht. Und die ist so groß, dass wir sie nach hinten um die Ecke noch falten können, auf links und rechts. Und wir können sie hier in den Fußraum, in den Durchgang noch mit reinziehen, dass es von unten her auch schön warm ist, vom Boden her. Ja, das ist hier die Sache mit der Picknickdecke, finde ich ziemlich genial. Preis-Leistung ist absolut unschlagbar. Also wir haben hier schon einige Wintercampings mitgemacht und haben auch mal ohne Matte ganz am Anfang gemacht. Und der Unterschied ist unheimlich. Also probiert es gerne aus und schreibt vor allen Dingen mal unten in die Kommentare, was macht ihr denn, um euer Fahrerhaus zu schützen gegen Kälte? Wird mich mal interessieren. Und zu guter Letzt habe ich noch einen Tipp für euch, der sehr, sehr wirksam ist. Total einfach, aber die meisten denken einfach daran nicht. Und das möchte ich euch jetzt einfach mal zeigen. Ihr habt hier in eurem Cockpit, wie das dann auch immer aussieht, wahrscheinlich von Fahrzeug zu Fahrzeug verschieden, diesen Umluftpfeil. Der ist bei Fiat und bei Citroën. Habt ihr da hier wie so ein Hebel hier und den könnt ihr einfach manuell dann auf diesen Umluftpfeil oder auf Lüftung von außen stellen. Bei uns ist es so,
wenn ihr das auch so habt, dann müsst ihr die Zündung anmachen und dann drückt ihr auf den Pfeil und dann hört ihr, dass die Lüftungsklappen schließen. Was? Und dann könnt ihr, wenn die geschlossen sind, könnt ihr die Zündung wieder ausmachen, die Klappen bleiben zu. Und das ist sehr, sehr wirksam, weil die Lüftungsklappen von außen, vom Motorraum her, sind jetzt geschlossen. Und somit zieht uns nicht durch den Kamineffekt die kalte Luft in den Innenraum rein. Das heißt, einfach Umluftknopf drücken, Klappen schließen und damit habt ihr einen Wahnsinnseffekt erreicht, dass euch die Kälte nicht ins Fahrerhaus zieht. Ja, das waren meine Tipps, die wir im Wintercamping alle machen für unser Cockpit vorne. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag, 18 Uhr. Bis dann. Tschüss.